Ein extra Fight! Mit Schulabwürst, geil! Ah! Und ich dachte es schon, es gibt Köpfe zu brechen. Gibt keinen in meiner Größe, Pauk! Oder lass uns doch einfach darüber reden. Ja, was soll das mit dem Team, Rhino? Bist du nicht ein Einzelgänger? Mittel zum Zweck, Pauk! Alles ist nur Mittel zum Zweck! Bitte schön. Alter, ich kann alles nicht. Wow! Ich kann das alles nicht benutzen. Wow! Okay, das war jetzt zu viel. Welchen Zweck genau erfüllt dieses Mittel? Ha! Freiheit! Wahre Freiheit! Kein Anzug! Kein Rhino! Kein Rhino. Ja, klar. Du liebst es doch, Rhino zu sein, oder? Genau. Und ja. schön in die Fresse. Ich glaube, der kriegt jedes Mal in die Fresse, ich oder? Ich mag den Anzug. So individuell. Sei dankbar, Pauk. Ohne Anzug mache ich dir weniger. Wow. Ich muss ein bisschen aufpassen. Aber es geht eigentlich hier ganz einfach. Aber unsere anregenden Plaudereien im Kampf. Du bist lustig, Malenki. Tut mir fast leid, dein Gesichtchen einzuschlagen. Aber nur fast. Und? Ah, Mist. Ich muss schauen, dass ich ein bisschen weiter drunter bin. Perfekt. Und damn. So, jetzt kriegt er mal eine. Achtung, Rhino! Wilderer! Du bist nicht lustig! Na komm. Na komm, ist mich gar nicht fangen. Komm schon, Rhino. Ich dachte, du kannst mehr. Hey, Rhino. Ich bin's, der Kapitalismus. Heiz mir ein. Und? Red. Ach, geschieht. Weiter. So. Genau, und da ausweichen. Na, komm schon, Rhino. So. Und? Bam. Ein schmeichelhafter Anzug. Kaschiert deine lichten Stellen perfekt. Okay, tja. Rhino. Beenden wir da. Oh, shit. Wow. Sonst können wir uns nicht mehr was Neues holen. Wenn man ein 8-Tonnen-Baby einen Männerjob machen lässt, bringen wir es zu Ende. Ich würde nur sagen, der Kostüm so kann ich dich mag, Scorpion, man unterbricht andere nicht einfach. Was hättest du denn ohne mich? Voll, man kann quasi so eine Kombi machen und der wird halt jedes Mal drauf. Boah, das war richtig Spider-Man-Style jetzt. Bist du deppert? Das war jetzt richtig Spidey-Style. Wenn du richtig... Oh, damn. Und? Habt ihr und Otto schon einen Namen? Die wow. Schrägen sechs? Das dreckige halbe Dutzend? Das dreckige halbe Dutzend. Ah, nett. Du machst dich lächerlich. Oh, ich sehe nur noch die Anzeige. Gargan, was machst du denn? Oh, cool. Wie sie sich gegenseitig auch ein bisschen Meier machen. Ah, weil ich zur falschen Seite. Angriff, du Trottel! Angriff! Komm runter und hilf, du Rat! Jungs, bitte! Von mir ist genug für alle da! Das hier. Oh. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Und der. Ah, komm schon! Fuck! Dafür kriegen wir ihn. Rhino,
benutzt die Fokusleiste, damit ich ihn schneller mal kriege. Scheiße. Ah, Mann! So gern ich dich mag, Scorpion, man unterbricht andere nicht einfach. Was hättest du denn ohne mich getan? Ah! Kaboom. Ja, Gaga, genau das. Komm, aufpassen, was er macht. Ach, der macht eh nix. Na dann! Wenn er eh nix mag. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Weg. Einfach mal weg. So. Ah, der springt schon wieder überall herum. Wahnsinn. Psst. Und? Habt ihr und Otto Ingo schon einen Namen? Die schrägen sechs. Das dreckige halbe Dutzend? Wir ermordeten Spider-Man und brachten einen Bettkollegen aus. Ah, schön. Ah, komm, Alter. Ich konzentriere mich gerade auf Ehren. Hey, hey, hey. Der Scorpion ist richtig nervig. Scorpion zu Boden bringt. Die Netze könnten helfen. Oh, okay. Ach du Mutter. Der wird uns holt uns die ganze Zeit, nimmt uns das ganze Leben weg. Und wenn der die ganze Zeit da auf uns die Sachen da wirft, das ist nicht gut. Wow. Hä? Knapp. Ha. Was? Ah, komm. Das ist so behindert. Jedes Mal. Fuck. Muss wirklich aufpassen, wie oft ich angreife. 3-4 Mal reichen komplett aus. Aber ich mache ihn natürlich nicht komplett fertig. Alter, komm schon, Scorpion. So Nervensäge. Wenn wir wegen dir scheitern, Gargar, siehst du, wie schmerzhaft der Anzug ist. Versuchsrote Gefahr. Vielleicht ziehe ich dich auch selber aus dem Anzug. Stück für Stück. Langsam glaube ich, ihr braucht mich gar nicht. Bekommt ihr beiden das alleine hin? Jetzt pick da mal, das ist gut. Dann kann ich mich jetzt mehr auf Arm konzentrieren. Oder wenn er pickt er? Na, er pickt immer. Scheiße. Da war ich definitiv zu langsam, aber wie hätte ich das finden sollen? Wilder Gargant, dumme Ochse! Du stehst mir im Weg! Wow, shit! Was ist der andere jetzt? Da ist er. Ja, ja. Ha. Einfach auffüllen und jedes Mal herumschwingen. Shit. Muss mal aufladen, auch der ist Blödsinn. Wieder gefangen, Gargan, erbärmlich. Red weiter, du Trottel. Dich erledige ich nach dem Ungeziefer. Warte, machen wir's so. Ah, schön, dass beide Kostüme schon leicht kaputt sind. Na komm, und schieß. Solange der andere nicht daherkommt, können wir noch so fertig machen. Knapp war es schon, aber wenn wir es auf abgesehen haben,
Kann man eigentlich ihn urleicht fertig machen? So kommt das an. Ha. Ah, perfekt. Perfekt. Geil. Okay. Dann ist schon mal am Boden. Das ist sehr gut. Wir könnten einfach aufhören. Ich werde es auch keinem sagen. Und deinen Schädel heil lassen? Wo bleibt da der Spaß? Komm her, Pauk. Ich zeig dir, wie man richtig zuschlägt. Mein Unterkiefer hat das schon mitbekommen. Danke. Ah, Mist. Ah, perfekt. Bitte schön. Jetzt das Prügel. Tja, beide K.O. Weißt du, was Octavius macht, wenn er von deinem Versagen hört? Versagen? Hey, du versagst ja auch. Ja, du Freakshow. Oh, geil, wie sie gegeneinander kämpfen. Verbringt mal ein wenig Zeit miteinander, damit ihr euch vertragt. Oh, nice. Gut, Yuri, damit wären es vier. Bleiben Octavius und Lee. Die werden wohl nicht so einfach sein. Die sind auch nur das halbe Problem. Die Teufelsatemfälle werden schlimmer.